gleich vorweg, ich bin kein medizinischer Experte. Deswegen kommen nicht-medizinische Argumente bzw. halbmedizinische. Freiwilliges Maskentragen, kein Problem. Jeder soll machen, wie er meint, solange er dabei niemandes Rechte angreift, kein Problem. Aber wenn jemand zu Zwang greift, dann will ich wirklich gute Argumente und eine seriöse Aufarbeitung des Themas, und die fehlt mir bis heute, Anfang Februar 2021. Was auffällt, sind die Fronten. Viele finden Masken furchtbar und empfinden den Zwang, sie zu tragen, als inakzeptabel. Und andere haben dafür null Verständnis und betrachten diejenigen, die Masken ablehnen, sogar mit zunehmendem Argwohn, Misstrauen und sogar offener Feindschaft. Meine Überlegung dazu ist folgende. Kann es nicht sein, dass jene, denen das Maskentragen nichts ausmacht, jene sind, die tatsächlich keinen Unterschied fühlen? Und dass diejenigen, die mit Masken keine Schwierigkeiten haben, deswegen keine Schwierigkeiten haben, weil sich für sie in der Beziehung zu anderen Menschen tatsächlich nichts ändert? Mit oder ohne Maske, kein Unterschied in Sachen Empathie, kein Gefühl dafür, dass man jemanden, dessen Mimik man nicht wahrnehmen kann, auch nicht richtig vertrauen kann. Man braucht das Gesicht des anderen nicht wirklich, weil ohnehin keine gefühlte Verbindung zu Mitmenschen da ist, mit oder ohne Maske nicht. Oder direkt gesagt, kann es sein, dass jene, die so hochmütig auf jene, die mit der Maske ein Problem haben, herabblicken, kann es sein, dass das diejenigen sind, die einer Psychopathie näher sind? Danke für deine Zeit.